Servus Leute, am Geschirrspüler ist es sinnvoll, von Zeit zu Zeit die Filter zu reinigen. Auch die Reinigung des Pumpenrades ist hier zu empfehlen. Den Sprüharm könnt ihr nach links drehen und dann abziehen. Das Sieb lässt sich dann durch nach oben ziehen entfernen. Die Verschmutzungen im Pumpensumpf lassen sich mit einer Zahnbürste gut entfernen. Ob komische Gerüche aus der Geschirrspülmaschine kommen oder das Wasser nicht vollständig abgepumpt wird, in diesem Video seht ihr, wie ihr dies leicht selber beheben könnt. Das Wasser im Pumpensumpf habe ich mit einer elastischen Flasche abgesaugt. Es lässt sich auch mit einem Schwamm oder mit einem Nasssauger entfernen. Um die Abdeckung des Pumpenrades zu entfernen, die Klammer nach vorne drücken und nach oben ausziehen. Das Pumpenrad liegt frei. Man kann entsprechende Verunreinigungen wie Obstkerne oder Glassplitter nun entfernen. Nach dem Reinigen lässt sich die Abdeckung des Pumprades wieder anbringen, die Klammer vordrücken, bis es hörbar einrastet. Zum Reinigen des Spülarmes verwende ich wieder eine Zahnbürste. Um die groben Verschmutzungen am Siebfiltereinsatz zu entfernen, spüle ich ihn erstmal unter fließendem Wasser ab. Um den Filterring zu entfernen, diesen einfach vom Siebteil abziehen. Man sieht die starke Verschmutzung und wenn man sich nun fragt, wo Gerüche in einer Spülmaschine herkommen können, dann könnte das eine Ursache sein. Auch hier leistet eine Zahnbürste gute Dienste. So, der Filteraufsatz ist sauber. Zum Reinigen der kleinen Kanten und Ecken im Filtereinsatz verwende ich einen Zahnstocher. Man kommt damit sehr gut in die kleinen Rillen und man sieht auch hier eine beachtliche Verschmutzung. Um das Filterteil mit dem Sieb zu verbinden, diese einfach wieder mit leichtem Druck zusammenstecken. Bei Arbeiten an elektrischen Geräten auch immer den Netzstecker abziehen. Vor Inbetriebnahme den Pumpensumpf wieder mit Wasser füllen. Zur Montage den Filter wieder einsetzen. Den Sprüharm einsetzen und mit einer Rechtsdrehung, bis es hörbar einrastet, befestigen. Wenn man schon dabei ist, den Salzstand nochmal kontrollieren, gegebenenfalls auch nachfüllen. In der Klappe des Geschirrspülers befindet sich der Tank für den Klarspüler.
den Tank mit dem Klarspüler auffüllen, bis dieser an der oberen Kante steht. Auch diese Klappe schließen, bis sie hörbar einrastet. Jetzt nur noch den Geschirrkorb einsetzen. Wenn ihr diese Arbeit regelmäßig durchführt, bleiben euch seltsame Gerüche aus dem Geschirrspüler erspart. Zum Abschluss wähle ich noch ein kurzes Spülprogramm aus. Das war's auch schon. Macht's gut, bleibt gesund, bis dahin, euer Easy Do It.